Im letzten Video sind wir der Geschichte von Fallout bis ins Jahr 2069 gefolgt. Die EU sowie die UNO haben aufgehört zu existieren und die Staaten Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens führen kleinliche Kriege über letzte Rohstoffreserven. Währenddessen entbrennt ein weitaus größerer Konflikt zwischen China und den USA, der mit einer chinesischen Invasion in Alaska beginnt. Nur die gerade rechtzeitig fertiggestellte Power Armor kann die Chinesen entlang der Anchorage-Front zurückhalten. Die USA hat die Fusionskraft nutzbar gemacht, doch der Krieg mit China strapaziert die amerikanische Wirtschaft so sehr, dass kaum Mittel vorhanden sind, um zivil nutzbare Fusionsbatterien, geschweige denn Fusionskraftwerke, zu bauen. In den USA wütet zudem ein als Biowaffe gedachter Virus, den Westech, das größte Forschungsunternehmen der USA, seit Jahren erfolglos bekämpft. Im Verlauf des Jahres 2072 nimmt die USA immer mehr kanadische Ressourcen in Anspruch, sodass es schließlich zu Aufständen in vielen Städten Kanadas kommt. Als es bei einem dieser Proteste zu einem Sabotageversuch einer Pipeline kommt, nutzt die USA dies als Vorwand, die vollständige Annektierung Kanadas zu beginnen. Erst 2076 ist dieser Prozess abgeschlossen und selbst dann bleibt Kanada eine unruhige Region. 2073 bekommt das Westech-Zentrum in Kalifornien eine neue Aufgabe zugewiesen. Aus Angst vor chinesischen Biowaffen beginnt die Arbeit am PVP, dem Pan-Immunity Virion Project. Dabei soll eine Kampfdroge hergestellt werden, die den Verwender gegen möglichst viele atomare, biologische und chemische Kampfstoffe immun macht. Die Forscher sind sich bald einig, dass herkömmliche Mittel diesen Zweck nicht erfüllen können und beginnen mit Stoffen zu experimentieren, die die DNS des Menschen grundlegend verändern können. Massiver Einsatz von Soldaten in Power Armor stoppt die chinesische Invasion Alaskas im Jahre 2074 nahezu vollständig. Anstatt sich in den eroberten Gebieten zu verschanzen, setzen US-Truppen nach China über, geraten dort jedoch in einen Stellungskampf, der nichts bewirkt, außer beide Seiten noch mehr Geld, Rohstoffe und Menschenleben zu kosten. Im Juni bricht die USA Energieverhandlungen mit allen anderen Staaten der Welt ab und verlautbart ab sofort, kein anderes Land mehr mit Öl oder einer anderen Energiequelle zu beliefern. Nach langer Planungsphase beginnen die PVP-Experimente im März 2075 an tierischen und pflanzlichen Zellen, wobei das Virus inzwischen in Forced Evolutionary Virus, FEV, umbenannt wurde. Es erzwingt einen Evolutionssprung durch Verdopplung der DNS-Stränge, sodass aus der normalen Doppelhelix eine Vierfachhelix wird. Die Tests zeigen, dass nur tierische Zellen auf diese Veränderung reagieren und tatsächlich werden sie immun gegen alle biologischen Kampfstoffe, die man im Labor zur Verfügung hat, seien sie natürlich oder vom Menschen kreiert. Die Versuche an Pflanzenzellen werden daraufhin eingestellt und man beginnt mit komplexeren Tieren zu arbeiten. Bis November desselben Jahres wurde das FEV an Würmern, Mäusen und schließlich Hasen angewandt. Neben der gewünschten Immunität führt das FEV bei diesen Tieren zu Wachstum, Zunahmen Intelligenz und Muskelmasse sowie erhöhter Aggression. Obwohl diese Veränderungen ursprünglich unerwünschte Nebenwirkungen sind, sehen viele Wissenschaftler nun ein neues Potenzial im FEV-Projekt. Statt einer Abwehr gegen Biowaffen soll das FEV dazu eingesetzt werden, Supersoldaten zu erschaffen. Um sicherzustellen, dass die FEV-Experimente ungehindert und vor allem geheim vonstatten gehen, bekommt das Westech-Zentrum im Jänner 2076 eine Garnison aus US-Soldaten. Diese Soldaten wissen zwar, dass es neben dem ursprünglichen PVP-Experiment inzwischen neue Versuche gibt, doch auch sie werden nicht über die Möglichkeiten des FEV aufgeklärt. Währenddessen werden kanadische Freiheitsbewegungen immer öfter gewaltsam niedergeschlagen. Proteste und Demonstrationen in großen Teilen der USA werden zum Tagesgeschäft. Im Juni beginnt die Massenproduktion der neuesten Generation von Power Armor, der T-51B, die sofort an die Front gebracht wird. Auf dem chinesischen Festland gelingt durch diese neuen Power Armor Einheiten endlich ein Durchbruch der feindlichen Linien. Mehrere Versorgungslinien in Südostasien können gekappt werden und der Vorstoß der US-Truppen, bekannt als die Yangtze-Kampagne, erreicht bis 2077 Nanjing und Shanghai.
Bis August wird die Versorgung der US-Bevölkerung mit Energie und Lebensmitteln immer unzuverlässiger, was die Stimmung auf vielen Demonstrationen weiter anheizt. Die Regierung versetzt den Staat in den Ausnahmezustand und ruft wenig später das Kriegsrecht aus. Die US Army wird von nun an auch zur Aufstandsunterdrückung eingesetzt. Viele Demonstranten landen in hastig eingerichteten Militärgefängnissen. Nach erfolgreichen Tests an Schimpansen Ende 2076 wird im Jänner 77 der gesamte Bestand an FEV in die neu errichtete Mariposa Military Base gebracht. Dort soll schließlich der Versuch am Menschen stattfinden, weshalb das militärische Wachpersonal zusammen mit dem Virus nach Mariposa versetzt wird, um die Geheimhaltung der Experimente zu gewährleisten. Zum ersten Mal werden US-Einheiten in Power Armor innerhalb der USA eingesetzt, um Aufstände niederzuschlagen. Demonstranten sterben zu Tausenden und viele Soldaten desertieren. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen dringen bereits einen Monat später Informationen über das FEV an die Außenwelt. Sowohl die US-Bevölkerung als auch viele Regierungen weltweit fürchten die Auswirkungen solcher Experimente. Doch niemand außer den leitenden Forschern der Mariposa Base weiß, dass die Versuche am Menschen bereits begonnen haben. Bis März verschlechtert sich die internationale Situation seit dem Bekanntwerden des FEV so weit, dass die Angst vor einem Atomkrieg allgegenwärtig wird. Der Präsident und die Regierungsspitze fliehen auf eine speziell vorbereitete Ölplattform vor der Westküste der USA und führen von dort aus die Regierungsgeschäfte. Die nächsten Monate verlaufen erstaunlich ruhig. Weder bei den Demonstrationen in den USA, der Forschung am FEV oder dem Krieg in China kommt es zu nennenswerten Ereignissen. Dafür eskaliert die Situation umso schneller im Oktober 2077. Am 10. Oktober entdecken die Soldaten der Mariposa Military Base, dass bereits seit Monaten FEV-Experimente an Menschen vorgenommen werden. Der ranghöchste Offizier, Oberst Robert Spindle, erleidet einen Nervenzusammenbruch und begeht Selbstmord. Sein Stellvertreter, Roger Maxon, lässt alle Forscher in Mariposa hinrichten, sagt sich von der US Army los und verschanzt sich in der Mariposa. Mit Roger Maxon werden wir uns in einem separaten Video ausführlicher beschäftigen, denn er wird nach dem Krieg die Brotherhood of Steel gründen. Am 22. Oktober wird der Platinum-Chip fertiggestellt, erreicht seinen Auftraggeber Robert House jedoch nicht mehr rechtzeitig. Das Systemupgrade des Platinum-Chips hätte es Mr. House ermöglicht, große Teile Nevadas vor dem Atomkrieg zu schützen. In der Nacht auf den 23. beginnt auch die Eröffnungsgala des Sierra Madre Riesencasinos. Der Dritte Weltkrieg beginnt laut den meisten uns erhaltenen Quellen am 23. Oktober 2077 um 9.47 Uhr morgens und dauert nicht einmal 2 Stunden. Wer den ersten Schlag führte, bleibt unklar. Viele US-Bürger reagieren nicht auf die Alarmsirenen, da sie denken, es handle sich um eine weitere Übung, weshalb viele Vaults weitaus weniger als die vorgesehenen 1000 Menschen beherbergen. Das Westtech-Zentrum wird direkt getroffen, wodurch letzte Reste des FEV an die Oberfläche dringen. Durch die radioaktive Strahlung beginnt der Virus unkontrolliert zu mutieren. Roger Maxon und seine Soldaten überleben in der Mariposa Military Base nahezu unbeschadet. Robert House gelingt es, die meisten Atomwaffen, die auf Las Vegas gerichtet sind, zu zerstören oder abzulenken, doch eine Systemüberlastung zwingt ihn in eine Kältestarre. Das Sierra Madre Casino riegelt sich hermetisch ab und Hologramme, die als Schutzfunktion installiert wurden, töten die meisten Gäste. Der Präsident und die Regierungsmitglieder auf der Ölplattform überstehen den Krieg problemlos, China wird jedoch scheinbar vollkommen zerstört. Vault 12 schließt nicht richtig, die gesamte Bevölkerung des Bunkers und des umliegenden Bakersfield, das nicht direkt von einem Atomsprengkopf getroffen wurde, mutiert bald zu Ghoulen. Ob Europa oder andere Kontinente an den Atomschlägen beteiligt waren, wissen wir nicht, da unsere Informationen über den Rest der Welt zu diesem Zeitpunkt enden. Außer Fallout Extreme, das nie veröffentlicht wurde, beschäftigt sich kein anderes Fallout-Spiel mehr mit einem anderen Kontinent als Nordamerika und selbst hier ist unser Wissen nach dem Krieg in vielen Regionen spärlich. Doch nun tritt endlich das Vault-Experiment in Kraft. Und was es im Detail damit und mit der Enklave, die für das Experiment verantwortlich ist, auf sich hat, sehen wir uns das nächste Mal an.